Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. einem alten Let's Play. Wir spielen mal wieder eine Runde Skispringen, das jetzt häufig nachgefragt wurde. Also ich hatte es ja eigentlich eingestellt, weil ich gedacht habe, wir setzen jetzt auf Biathlon. Biathlon funktioniert nicht so hundertprozentig und es wurde jetzt häufiger unter verschiedenen Videos nach Skispringen gefragt, die damit auch zum Teil gar nichts zu tun hatten. Deswegen dachte ich mir, oh gut, ist vielleicht ja ganz gut angekommen. Deswegen würde ich sagen, starten wir eine neue Karriere, machen das alles mal ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt wirklich den schwierigen Modus gewählt, so dass wir quasi überhaupt gar keine Punkte bekommen am Anfang. Wir bekommen auch kein Geld. Wir müssen also wirklich uns erstmal nach oben springen und werden vielleicht sogar in der Nachwuchsliga nicht immer sofort gewinnen. Bin mal gespannt, wie es da jetzt läuft. Kann ich mal zeigen, wir gehen auf die Karriere. Eine Bundestrainerkarriere habe ich mir mal angeschaut. Ist stinklangweilig. Das ist wirklich stinklangweilig. Also, wir müssen eine Nation auswählen, dann können wir 4 Springer aus unserer Nation quasi coachen. Was aber coachen sieht eigentlich folgendermaßen aus, dass wir alles machen wie bisher, nur wir können entscheiden, ob wir den Springer dann in kritischen Situationen selber steuern oder nicht. Und ganz ehrlich, dem Springer dabei zuzuschauen, wie er die Schanze runterspringt, das ist schon manchmal beim normalen Skispringen nicht so super spannend, wenn da die ersten 25 runter sind und man sich denkt, oh Gott, wann kommen denn endlich Severin Freund und Peter Preutz? Nun gut, deswegen Bundestrainerkarriere würde ich weglassen, ist einfach ein Modus, der ziemlich überflüssig ist. Nett, dass es eingebaut wurde, aber besonders viel Mühe hat man sich damit nicht gegeben. So ein bisschen wie der Pro-Cyclist-Modus beim Radsportmanager, der natürlich deutlich besser ist als hier die Bundestrainerkarriere, aber da kann man halt noch deutlich mehr machen. So, deswegen gehen wir in die Springerkarriere rein. Ich habe schon 3 neue Springer quasi kreiert. Wir sehen Severin Freund, Richie Freitag, Andy Wellinger. Das sind natürlich alles schon Profis, die alle schon mal einen großen Wettbewerb gewonnen haben. Und jetzt geht es weiter mit endlich mal ein bisschen ausländischer Konkurrenz. Ziel ist, dass wir die dann vielleicht irgendwann mal zusammenführen und eine 6er-Saison machen. Allerdings ohne dieses Extra-Training. Das werden wir nämlich jetzt auch weglassen. So, Peter Preutz, herzlich willkommen, der gesamte Weltcup-Sieger diese Saison und letztes Jahr ja punktgleich mit Severin Freund nur 2. geworden im Weltcup, aber dieses Jahr hat er dominiert und endlich mal den Ruf des ewigen 2. abgelegt. Stefan Kraft, der 4-Schanzenturniersieger 2015, diese Saison etwas schwächer gewesen, aber trotzdem, ich glaube, immer noch auf Platz 5, 6, 7 insgesamt im Gesamtweltcup. Dann natürlich der Altmeister Noriaki Kasai, inzwischen 84 Jahre alt. Man sieht es ihm kaum an, er ist, glaube ich, 7. im Weltcup, wenn ich es eben richtig nachgeschaut habe. Und mit diesen 3 Springern gehen wir jetzt in die Nachwuchsliga rein und werden dann natürlich so ein bisschen durchhuschen. Wir wollen möglichst viele Sprünge sehen. Wir sehen, Kontostand ist 0, bedeutet, Training ist nicht drin. Wir können auch nicht wachsen, fällt mir gerade so auf. Wir müssen also quasi automatisch wachsen. Na, das wird ja ein Spaß. Und ansonsten können wir gar nichts machen. Also, Peter Preutz beginnt seine Karriere neu. Ich habe die Springer auf ihre Originalgröße eingestellt. Also, Peter Preutz ist auch wirklich 1,82 Meter. Problem ist, wenn man eine Größe einstellen will, muss man gleichzeitig Sprungkraft und Fitness wegnehmen. Deswegen konnte ich vom Gewicht nichts mehr wegnehmen. Je größer der Springer, desto besser ist es natürlich, weil er, also ein 2,50 Meter Skispringer wird es nicht geben, aber das ist so eine optimale Größe, 1,80 Meter, vor allem er ist relativ leicht natürlich, der BMI ist jetzt 24,1, also in der Realität ist er relativ leicht, hier hat er 80 Kilo, bedeutet, dass vielleicht Peter Preutz am Anfang ein bisschen benachteiligt ist, wir können aber direkt weitergehen, trainieren, machen wir, ohne Trainer, trainieren wir einfach mal alleine. Heino Hasslinger Sponsorenangebot würde ich direkt mal annehmen. Das hier ist Stefan Kraft. Wir sehen Gewicht 67, also er ist 13 Kilo leichter. Dafür ist er aber auch 16 cm kleiner als Peter Preutz. Aber wie gesagt, das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein für ihn. Vor allem, er kriegt jetzt auch noch eine Gage. BMI ist 24,3, ist sogar etwas schlechter als bei Peter Preutz. Hier habe ich aber auch 17-17-20 eingesetzt, wie bei Peter Preutz auch. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, dann können wir ja noch automatisch wachsen und trainieren. Wollen da auch gar nicht zu viel rumreden und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt vom Schanzentisch wegkommen. 130 ist mir zu wenig, ich will 98. Scheiße, nee, das lehnen wir nochmal ab, vielleicht kommt da ja nochmal ein besseres Angebot. Dann würde ich nämlich sagen, ich denke mal, wir kennen das Skispringen jetzt schon, wir können hier eh nichts machen. Gehen wir direkt mal in den ersten Wettkampf rein und damit es besonders spannend wird, habe ich einfach seit 3 Wochen, 4 Wochen, weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Skispringen-Video gemacht, nicht mehr gespielt. Schanzenrekord Richard Freitag, den werden wir bestimmt knacken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie kurz es geht. Wenn wir uns überhaupt qualifizieren, starten wir jetzt die Saison in Trondheim. Da sehen wir auch ausverkauftes Haus hier beim Nachwuchscup für den Altmeister Noriaki Kasai. Wir müssen natürlich auch wieder schauen, dass wir die Anzüge unterschiedlich färben und so überheblich ist Noriaki Kasai nicht.
Das Spiel ist vollkommen unrealistisch. So, jetzt muss ich erstmal wieder die Sitzposition finden. Und dann schauen wir mal. Ja, Seitenwind. Och, wie süß. Ich muss mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, dass man jetzt nicht wirklich weit springt. Naja. Zum Warmwerden ist okay. Qualifikationssprung müsste aber für die Qualifikation reichen. Da sind wir fast an die 100 Meter gekommen. 78,7 Punkte. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, mit schlechteren Voraussetzungen kann man nicht starten in diesem Spiel. Und dadurch, dass wir das Extra-Training ja dann später auch weglassen werden, wird sich das auch nicht verbessern. Der Seitenwind ist übel. So, Stefan Kraft, der leichteste Springer. Na, der war besser. Jo, der war richtig gut. Der war richtig gut. Gut, ist natürlich auch Luke 4, aus der wir hier starten. Das habe ich jetzt gerade auch ein bisschen vergessen, dass wir ja in der Nachwuchsliga direkt aus der höchsten Luke springen. Da kriegen wir auch gleich mal zweimal die 20, einmal die 19,5. Und man sieht schon, das Spiel verlernt man so schnell nicht. Da sehen wir 12 Punkte nochmal oben drauf. Wollen wir hoffen, dass Noriaki Kasai sich auch qualifiziert. Aber ich denke schon, das müsste eigentlich reichen. Und jetzt Peter Brejutz, der alles überragende Mann. Boah, dauert es ewig, bis man da zum Absprung hinkommt. Ja, das ist etwas kürzer. Haben wir eine kleine Sicherheitslandung noch gemacht, um ein bisschen reinzukommen. So, 101,5 Meter, auch gute Haltungsnoten, 85,2 Punkte. Damit reiht er sich auf Platz 2 ein. Und er hat sogar noch Fans im Publikum. Peter, ich will ein Kind von dir. Peter Brejutz. Wo am Anfang ja immer Peter Brevtsch gesagt wurde, bei den Kommentatoren. Zumindest in der ARD und ZDF. In Eurosport haben sie natürlich sofort recherchiert und rausgefunden, heißt Peter Brejutz. Aber dann gut. Wollen wir jetzt nicht zu hoch hängen. Ich denke mal, die Qualifikation haben wir geschafft. Ja, Dreifachsieg. Also geht anscheinend ähnlich weiter wie vorher. Michael Fürstenberg, Ernst Holzer und Atsushi Nishio sind unsere Konkurrenten. Noriaki Kasai wird jetzt als erstes reingehen. Von unseren drei Jungs 60,7 Punkte sollen wir schaffen. Jetzt natürlich mit einer Luke weniger Anlauf für die, die es noch nicht kennen. Ich würde sagen, wir machen immer so drei Springen in einer Folge. Wir können da ja etwas schneller durchgehen. Wie gesagt, wir brauchen da keine extra Trainingssprünge mehr machen. Der Absprung war nicht perfekt. Reicht aber, denke ich mal, trotzdem für die Führung. 94 Meter, 19,5, einmal 19,0. 71,2 Punkte, das reicht für die Führung. Allerdings, glaube ich, ist da noch mehr drin. Er freut sich natürlich trotzdem. Noriaki Kasai hier, unser 17-jähriges Wunderkind. Gleich mal 11 Punkte Vorsprung. Ist schon fast wieder ein bisschen schade. Ich dachte jetzt, wir hätten echt Probleme, hier reinzukommen. Aber nun gut. Wird ja vielleicht noch passieren. Vielleicht wird die Konkurrenz ja auch mal stärker. Wieder verrissen zur Seite. Oh, oh, oh. Na. Da sollte Kasai die Führung auf jeden Fall behalten. Peter Brejutz, 92 Meter, 64,6 Punkte nur. Das reicht, glaube ich, auch nur knapp für Platz 2. Aber die Nachwuchsliga haben wir schnell durch. Haben wir schnell durch. Ich habe auch überlegt, ob wir so ein YouTube-Abonnententeam machen. Aber das würde ich mir dann für nächsten Winter aufheben und da das Ganze ein bisschen größer starten. So, wir sehen Peter Brejutz knapp auf Platz 2, also knapp vorm dritten. Jetzt kommt der Sieger der Qualifikation, es müsste Stefan Kraft sein, oder? Der ja auch der leichteste von allen ist. Na, super Absprung. Uppala. Ne, da war ein bisschen schräg in der Luft, auch bei der Landung dann. Das wird knapp. 68 Punkte, aber trotzdem noch auf Platz 2. Bedeutet einfach mal so ein bisschen den Qualifikationsdurchgang auf den Kopf gestellt. Da war der erste Sprung, den wir hier gemacht haben, im ersten Durchgang doch der beste mit Noriaki. Da sehen wir es, Kasai vor Kraft und Brejutz. Im zweiten Durchgang aber noch alles drin. Jetzt schauen wir mal, was Michael Fürstenberg dort für einen Satz hinmacht. Hat 36 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. Wir sehen, der Wind hat ein bisschen gedreht. Gibt jetzt leicht Aufwind. Schanzenrekord ist jetzt drin. 130 Meter müssen es jetzt einfach sein im zweiten Durchgang. Mal schauen, ob wir die Hälfte schaffen. Ne, also 100 Meter können wir ja springen. Jo, der sieht gut aus.
Ah, der war richtig gut. Der war richtig gut. Da sehen wir 105,5 Meter und das direkt mit unserem ersten Sprung hier. Peter Breutz 92,9. Zweimal die 19,5, einmal die 20 vom Franzosen. 92,9 Punkte. Damit setzen wir uns deutlich an die Spitze. 157, 21,5 Punkte Vorsprung. Schade. Muss man wirklich sagen, schade. Stefan Kraft klopft auf Holz. Und jetzt schauen wir uns an, was der Vierschanzenturniersieger von 2000. Naja, ich bin ja, klingt schon wie Tom Bartels. Aber nee, Tom Bartels würde gar nicht kommentieren. Es sind ja keine Deutschen dabei. Da steht ja gar nicht für auf. Ach Mensch. Schon wieder die Landung mit Stefan Kraft. Gibt's doch nicht. 103,5 Meter. War ein bisschen kürzer als Peter Breutz, aber trotzdem, das zweite Mal schon die Landung vergurkt. Zieh, Stefan, zieh! Ja, woran denn? Ja, damit ist Peter Breutz vorbeigegangen mit einem tollen zweiten Sprung. Reicht aber natürlich locker für Platz 2. Und jetzt kommt der Altmeister Noriaki Kasai, der hier wieder in den Jungbrunnen gefallen ist. Gewinnt er gleich zum Auftakt der neuen Saison das erste Springen, wir werden es sehen. Da bin ich zu früh abgesprungen. Das sieht man dann, wenn man zu weit vor dem Strich drückt. Dann ist, da kann man den Absprungpunkt natürlich trotzdem noch perfekt erwischen, aber die Absprungkraft ist dann nicht optimal. Das war kein guter Sprung. 82 Punkte nur. Mal schauen, reicht es überhaupt noch zu Platz 2? Jawohl. Aber ganz knapp 0,9 Punkte. Damit Peter Breutz im zweiten Durchgang hat er hier gleich mal gezeigt, wo der Bartel den Most holt hier, aber hallo, das bedeutet erstes Springen, erster Sieg, erster Dreifachsieg sogar für Peter Breutz vor Noriaki Kasai und Stefan Kraft. Slowenien feiert, ein neuer Star am Firmament ist geboren, irgend sowas ähnliches, der Heiland war gekommen. Und jetzt war es das auch schon für das erste Springen, damit beende ich dieses Let's Play, nein Quatsch. Das Bräuchtübchen will uns 130 Euro geben, würde ich sagen, machen wir mal. 3000 Euro bekommen wir und direkt die erste Powerstufe, 2 Punkte, um Gottes Willen, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich würde es mal in die Landetechnik und die Flugtechnik investieren, ich glaube alles andere macht auch nicht so richtig viel Sinn. So, 3.100 Euro, alter Schwede, da können wir uns ja schon einiges von leisten. Beim Wachsmeister wäre ich jetzt erst nochmal... Brauchen wir keine... Es sind sowieso immer dieselben, dann nehmen wir jetzt mal den ersten, weil gewinnen werden wir sowieso und auf große Weite kommen wir ohnehin nicht. Deswegen nehmen wir den für 50 Oschis. Das ist schon okay. Und aber den besten Trainer sollten wir uns gönnen. Schauen, wie viel kostet der denn? 999, ja, das kriegen wir locker hin. Den können wir bezahlen. Wir wollen ja doch durchaus schon das Ganze so ein bisschen auf Optimum spielen. Trainieren können wir jetzt und dann sehen wir schon, die Werte werden etwas besser. Dann schauen wir mal bei den anderen, wie schaut es da aus. Stefan Kraft kriegt halt nur 1000. Der kann auch hier wählen, da machen wir auch mal wieder das Gleiche. Da verteilen wir es auch gleichmäßig. Wir sehen, 1340 hat er. Das müsste eigentlich auch mit dem Training dann tatsächlich reichen. Wir nehmen nochmal den guten Herrn Reinhard Zitzewitz. Warum fühlt sich ein Mann wie Reinhard Zitzewitz zum Wachser berufen? Um ehrlich zu sein, diese Frage kann wirklich niemand beantworten. Wusste gar nicht, dass das Spiel Humor hat. Aber er lacht auf jeden Fall sehr sympathisch. So, damit hätten wir schön gewachst. Betonung liegt auf dem A. Dann machen wir nochmal den Trainermarkt und wählen... Der sieht immer... Ach nee, okay, auf den ersten Blick sieht er immer so ein bisschen aus wie der Rainer Holzschuh vom Kicker. Weiß nicht, wer ihn jetzt vor Augen hat. Heute die NTV gucken vielleicht, weil er da immer die Tipps macht. So, da verbessern wir uns auch schon mal schön. Dann gehen wir weiter zum nächsten und sehen, dass Noriaki Kasai auch ein Angebot hat von Karlchen Meier. Was kann man sich Schöneres vorstellen als Noriaki Kasai, der für Karlchen Meier arbeitet? Ihr ehemaliger Schulkamerad Karlchen Meier ist noch genauso unbeliebt wie früher. Er bietet ihnen 160 Euro, wenn sie sich regelmäßig in der Öffentlichkeit mit ihm sehen lassen, um seine Chancen bei den Damen zu verbessern. Also, das ist Prostitution, was es Noriaki Kasai hier macht. Ist ja unglaublich. Das Spiel hat eine Tiefe, das ist einfach Wahnsinn. Sogar Soziales fließt hier mit rein. Die Schulzeit von Noriaki Kasai haben wir hier mit drin. Absolute Wahnsinn. Und Reinhard Zitzewitz ist einfach der Wachsmeister schlechthin. Für einen Fuffi macht er alles.
So, Trainermarkt. Wir machen natürlich hier gleiche Voraussetzungen. Wen haben wir denn noch? Stéphane Dumont, kurz gesagt, der beste Trainer, der in der unteren Preiskategorie zu haben ist. Anton Kotschbeck. Kotschbeck setzt auf ein knallhartes Krafttraining. Martin Hamilton mit echtem britischen Humor gesegnet hat Martin Hamilton für jeden seiner abgestürzten Schützlinge einen launigen Spruch auf Lager. Ein Lager, super. Bier, können wir uns besaufen. Nebenbei verdient sich Lars schon auch als Trainer für Synchronschwimmer. Das sagt eigentlich schon alles. Ach herrje, Eddie Parnage. Parnage liebt das Skispringen und arbeitet deshalb fast umsonst. Das ist aber auch schon so ziemlich das einzig Positive, das sich über ihn sagen lässt. Und Makoto Yamaguchi. Makoto Yamaguchi ist in der Welt des Skispringens noch weitgehend unbekannt und das zu Recht. Okay, aber wir nehmen mal Stéphane Dumont. Ist ja der beste Mann, den wir hier in der unteren Kategorie bekommen können. Und er hat uns ja auch ein Sonderangebot gemacht. 999 statt 1000 Euro. Jetzt haben wir das geklärt. Da werden wir dann die nächsten Male schneller durchkommen. Und jetzt geht's ab nach Schweden, nach Falun, wo Markus Holzer den Schanzenrekord hält. Ich würde sagen, normalerweise halten wir den, aber nun gut. Kann man machen, nichts, muss man gucken zu. Zicker, jawohl, Zicker, zieh, Zicker. Der zieht einfach mal an der Zicker. Den Probedurchgang lassen wir weg. Das ist, denke ich mal, uninteressant. Windbedingungen sind ähnlich wie eben, von daher brauchen wir da nicht viel zu ändern. Und wir sehen hier schon im gelben Trikot Peter Preutz, wie gewohnt. Ja, schon starker Rückenwind, jetzt geht's aus Luke 3. Falun ist eigentlich eine Schanze, die ich mag. Ach herrje. Na, das macht ja Spaß. So viel zum Thema eine Schanze, die ich mag. Da waren wir ja quasi vom Absprung weg, sind die Skier über den Hang geschleift, geschliffen, geschlofft. Dreimal die 18,5 ist auch nicht unbedingt ein Traum. 55,5 Punkte. Reicht das dann überhaupt für die Führung? Wir werden es sehen, was der Sprung von Peter Preutz wert ist. Ach, ich sollte auf die Tom Bartels Sportschule gehen. So, jetzt direkt der nächste Sprung, mal schauen. Ich denke mal, das geht schon noch besser. Na, ach herrje. Das ist aber Sturzgefahr hoch 8. Der war etwas weiter. 82,5 Meter, bessere Haltungsnoten, 2 Punkte mehr, aber das wird schwierig. Es wird schwierig. Da war das erste Springen in Trondheim viel spaßiger, da waren wir auch viel höher in der Luft, da konnte man sich besser von der Flughufe her auf die Landung vorbereiten, aber hier, das ist ja schon, hat's in sich. Und ich glaube nicht, dass die Konkurrenz viel schlechter springen wird, bin mal gespannt. Das war aber der mit Abstand weiteste. Weiß jetzt gar nicht genau warum. Das könnten 87 Meter, müssen wir über 60. 67,6 Punkte. Also da ist schon deutlich mehr drin. Da waren die ersten zwei Sprünge einfach nur schlecht. Aber gut, Stefan Kraft ist leichter. Vielleicht kommt er bei den Bedingungen auch besser zurecht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ach nee, die sind ja noch schlechter. Ach, punktgleich. Michael Fürstenberg mit Peter Preutz. Aber ich denke mal, im zweiten Durchgang sollten wir das verwalten können. Vor allem sehen wir dann jetzt ja auch, was wir springen müssen. Oh, 122 Punkte. Also brauchen wir, ja, da brauchen wir 70 Punkte. 70 Punkte müssen wir jetzt holen, also 67, irgendwas. Ich hole jetzt nicht den Taschenrechner raus. So, Herr Preutz, jetzt muss aber ein guter Satz kommen, wie beim ersten Springen auch. Nee. Das war gar nichts. Wie weit war der? 89,5 Meter. 70,6 Punkte. Aber Punktlandung. Aber der war ja ganz schlecht vom Schanzentisch weg. Da war er ja schon fast Richtung Publikum unterwegs. Ja, die ganzen schwedischen Skisprungfans feuern ihre eigenen Athleten an, wie zum Beispiel hier, ne? Den Schweden da, ne? Aber hallo, die Schweden. Die haben es richtig drauf im Skispringen. So, Altmeister Noriaki Kasai sieht natürlich jetzt die große Chance, nach Platz 2 im ersten Springen die Gesamtweltcup-Führung zu übernehmen mit einem Sieg heute. Streckt uns schön seinen Popo entgegen. Absprung deutlich besser gelungen. Uff. Landung im allerletzten Moment sah super sexy aus. Ich glaube, es gibt keine guten Haltungsnoten. Schauen wir mal. Na, die 19 immerhin, aber weniger Punkte sogar.
Obwohl der vom Schanzentisch eigentlich besser war, nur ich glaube, dass der Preo zu verdreht weggekommen ist, hat gar nicht so viel ausgemacht, weil er den Absprung eigentlich fast perfekt getroffen hat. Und 0,2 Punkte reicht es doch noch für Noriaki Kasai. Stefan Kraft wird jetzt versuchen. Ich werde diesen Witz sehr häufig machen, mit aller Kraft abzuspringen. Ob er die Kraft richtig einsetzt. Und er gewinnt hier souverän. Aber hallo, gewinnt er hier souverän. Die Abfahrten sind so lang. Wenn man so kurz springt, muss man so lange abfahren. Könnte man vielleicht noch so ein paar Slalomstangen einbauen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. So, 76,9 Punkte für Stefan Kraft bedeutet, der kraftvolle Absprung verleiht Stefan Kraft kräftige. Ich lasse es sein, okay, ich lasse es sein. Deutlicher Sieg. Alter Schwede, das kann wirklich sein, dass das Gewicht hier auf dieser Schanze dann vielleicht doch nochmal eine größere Auswirkung hat. Wir sind ja fast 20 Punkte Vorsprung auf jeden Fall. Kasai und Breutz schlagen Michael Fürstenberg und dahinter ein großer Abstand auf die Konkurrenz. Damit hätten wir zweites Springen, zweiter Dreifachsieg. Mal schauen, ob wir das durch die komplette Saison schaffen. Das war jetzt der Nordische Nachwuchscup, bedeutet, das war überhaupt kein Wettbewerb für den Gesamtweltcup. Ist mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Wir springen hier ja so ein bisschen durch, versuchen uns möglichst schnell nach oben zu arbeiten. Die nächste Powerstufe schon wieder ist unglaublich. Dann machen wir mal alles auf 22. Populär geworden sind wir anscheinend auch. RTL hat live übertragen mit Günther Jauch und Dieter Thoma die Nachwuchsliga. Das interessiert die Menschen auch. Ist auf jeden Fall besser als das andere RTL-Programm. Gibt's RTL noch? Ich gucke höchstens mal den RTL-Vorbericht zur Formel 1. Ansonsten, weil bei Sky der Vorbericht ist auch okay, aber ich mag halt Niki Lauda eigentlich ganz gerne. Und Florian König, die machen da wirklich einen richtig guten Vorbericht. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was schaue ich denn auf RTL. Dschungelcamp habe ich auf RTL geschaut, ich muss es ja zu meiner Schande gestehen. Aber dann ist für ein Jahr eigentlich auch RTL erstmal weg. So, wir bestätigen das hier noch. Und dann würde ich sagen, wachsen wir noch ein bisschen. Und trainieren noch ein bisschen. Und gehen dann einfach mal direkt in den nächsten Wettkampf rein. Und der wird sein in Harachov. Was ich ja immer mal nach Japan verlege. Aber es liegt in Tschechien. Aber gut, Japan, Tschechien. Wer sich ein bisschen Geografie auskennt, das sind quasi Nachbarländer. So, nein, Quali lassen wir weg. Der Wind ist jetzt nicht so richtig gut. Es sah sehr nach starkem Rückenwind aus. Da werden wir nicht weit kommen. Gucken wir mal, wir schaffen die 50 Meter. Ist wahrscheinlich kopfüber in den Schnee. Ja, wir stehen hoch in der Luft, das ist schon mal gut. Und wir kommen aber auch schnell wieder runter. Das ist weniger gut. Schwierig sind wirklich diese Schanzen, wo man keine hohe Flugkurve hat, gerade am Anfang. Weil man da den Moment der Landung nur schwer einschätzen kann, wann der Springer jetzt wirklich runterfällt. 60,7 Punkte, das sollte doch eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Zum Gesamtweltcup hat sich natürlich nichts geändert. Da wir ja eben quasi außerhalb des Weltcups gesprungen sind. Hoppala. Na, da war der Wind ein bisschen böiger. 89 Meter. 61,2, naja, da hinten haben wir wieder den schönen Fernsehturm. Ne, Fernsehturm wird es nicht sein, eher eine Wetterstation oder sowas. Oder einfach eine Spritze, die vom Himmel gefallen ist. Ein Spargel. Außerirdischer Spargel. So, und weiter geht's in Harachov. Jawohl, Medikopter 117 ist auch unterwegs. Schon öfter mal gesagt, eine meiner Lieblings-Quiz-Duell-Fragen: Warum wurde Medikopter 117 eingestellt? Weil die Autoren das Gefühl hatten, dass bereits alles erzählt ist. Da denke ich mir allerdings, gut, dann dürfte man ZDF-Krimis, könnte man ja vielleicht auch mal einstellen. Ich meine, Mord, private Schicksale, Aufklärung, Auflösung, Tatort könnte man vielleicht auch mal einstellen. Ist doch eh alles nur Rotz. Wenn man alles schon erzählt hat, dann dürfte man natürlich auch keine Sitcoms machen und so weiter. Ach herrje, Michael Fürstenberg, 0,2 Punkte vor Peter Breutz. Und generell alles sehr dicht zusammen. Da müssen wir im zweiten Durchgang jetzt mal ein bisschen
konzentrierter spielen hier. Mirko Slomka ist auch dabei, startet jetzt für Slowenien. Ernst Holzer ist momentan in Führung. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Fürstenberg, aber der springt ja erst noch nach uns. Da muss ich mich dran gewöhnen. So, Peter Breutz. Jetzt mal konzentriert. Schanzenrekord, ne? Uiuiuiuiuiui. Was war das denn? Das ist ja häufig so bei, weiß auch nicht. Vielleicht liegt es tatsächlich an meiner Maus. Ich glaube, es liegt an meiner Maus. Das ist halt eine drahtlose Maus. Die hat öfter mal so ein bisschen Aussetzer, wo ich die Batterie jetzt extra nochmal gewechselt habe. Aber das war nix. Nee, da wird er auf jeden Fall, ich denke mal, Minimum, ja, Minimum Vierter, maximal, Minimum Sechster, maximal Vierter. So mit dem Schuh draus. So, Noriaki. Jetzt haben wir mal Holla die Waldfee hier. Das war ja gerade gar nichts. Da wollte ich richtig schön angreifen und dann sowas. Ja, okay, der war ziemlich nice. Da gab es eigentlich auch keine Korrekturen. Wenn es da nicht die 20 gibt, dann steche ich in die Reifen auf. Warum denn? Der war perfekt, der Sprung. Kaum Korrekturen in der Luft. Fast 100 Meter bei den Windbedingungen. I love Noriaki, ich auch. Also Noriaki mag eh jeder. Egal auf welcher Schanze, die Leute bejubeln ihn. Und er hat ja schon gesagt, er möchte, ich glaube, 2028 bei den Olympischen Winterspielen in Japan wieder teilnehmen. Er hält sich dafür bereit. Bin gespannt. So, der letzte Sprung für diese Folge. Und jetzt geht's um den Gesamtsieg. Stefan Kraft. Der Sieger von Folun gewinnt er auch hier. Das wird ein enges Höschen. Man sieht das auch, es ist bei ihm schon ein sehr enges Höschen. 95,5 Meter, gute Haltungsnoten. Also es wird ein sehr enges Höschen, dann seht ihr schon, da wird der Anzug ja quasi schon in die Properze reingezogen bei ihm. Und es reicht nicht. 1,3 Punkte hinter Noriaki Kasai. Peter Preutz nur auf Platz 6. So viel zum Thema, wir gewinnen immer alle drei Springen. Beziehungsweise mit drei Springern. Das war dann das erste Mal nicht so gut. Deswegen fällt Peter Preutz auch zurück. Die Gesamtführung übernimmt Noriaki Kasai, der junge Altmeister. Und damit hätten wir auch quasi die erste Folge des Skispringens schon wieder voll. Danke fürs Schauen und wie gesagt, wir haben das jetzt ja mal gemacht, um wieder ein bisschen reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt noch weiterspiele. Ich glaube, ich bearbeite erstmal die Folge und lade sie dann hoch. Genauso mache ich es. Und mit dem wunderschönen Blick auf unsere beiden Trainer, Stefan Dumont und den Herrn Zitzewitz, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, würde ich mich erstmal verabschieden. Hoffe, ihr habt trotzdem noch ein bisschen Spaß dran, auch wenn es ein ähnlicher Modus ist. Wir haben es jetzt natürlich alles mal auf schwer gestellt und es wird alles ein bisschen komplizierter und dauert wahrscheinlich länger, gerade wenn wir dann in den großen Weltcup reinkommen. Trotzdem schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr noch immer noch Spaß dran habt. Wie gesagt, es stand in den Kommentaren, dass Skispringen gewünscht ist. Dann machen wir das natürlich auch, auch wenn es jetzt schon frühlingshaft draußen wird. Machen wir ein bisschen Skispringen weiter. Für mich ist das kein Problem im Aufnehmen. Ich kann das Spiel eigentlich ganz gut, ich beherrsche das ganz gut. Und ich denke, wir werden da ein bisschen Spaß dran haben. Und vielleicht können wir ja die beiden Gruppen dann nochmal vereinen, dass wir mit 6 Springern dann mal eine Saison durchzocken. Aber alles noch weit in der Zukunft. Für die nächste Wintersportsaison habe ich mir dann, wie gesagt, das YouTube-Abonnenten-Skispring-Team vorgenommen, dass wir dann immer in so Dreiergrüppchen durchgehen und dann vielleicht aber so eine große Meisterschaft machen. Dass wir wirklich dann mit 12, 15 Leuten mal eine Saison spielen. Oder dass man vielleicht auch, wenn Leute Bock haben, online zu spielen, einfach mal gegen mich zu spielen. Können wir alles gerne mal machen. Bin dafür alles offen und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich, sonst wird die Folge auch zu groß. Dankeschön fürs Schauen und dann bis zum nächsten Mal beim Skispringen 2007. Gibt ja kein neueres. Bis dann.